Ich bin beeindruckt. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Wow, das klingt alles so gewichtig mit 12 Sekunden Nachhall. Ich war eigentlich nur so ganz flamboyant gemeint. Sind alle drin? Können wir loslegen? Die Sterne, wir freuen uns total, unsere Konzertreihe, die wir im Februar begonnen haben, ein bisschen wieder aufnehmen zu können und endlich in Hamburg zu landen, wo wir eigentlich planmäßig Anfang März schon gewesen wären. Und der Ort hat sich ein bisschen geändert, aber wir machen das Beste draus und ein bisschen später. Ich habe vergessen, den Gitarrenverstärker anzumachen. Hier kommt ein Stück aus den 90er Jahren von meiner Band Die Sterne, also von uns. Und es heißt Die Interessanten. Nicht über uns zusammengefallen, obwohl wir übers Stehlen gesungen haben und zwar relativ kritiklos. Das geht also, was nicht geht, ist tanzen und singen. Hört ihr, Menschen? Das sind die neuen Corona-Gesetze. Und dies hier ist Widerschein. Zu sitzen, der uns persönlich nichts bringt, macht uns nächtelang schwitzen, weil der Tag mich so swingt. Wir sehen häufig traurig aus, schauen viel zu oft auf die Uhr und beklemmter als andere gehen wir zur Akupunktur. Das ist Unsinn, lass es sein, lass doch mal
scheint. Nur weil die Welt so bescheuert ist wie ihr Fernsehprogramm, sind wir immer zu Hause und schauen es doppelt so lange an. Dass nie jemand zurückschaut, macht uns depressiv. Und wir fallen auf Scientology rein und das Hütchenspiel. Das ist Unsinn, lass es sein, lass doch mal die Sonne rein und genieße ihren Widerschein. Widerschein, Widerschein, Widerschein. Wenn Beziehungen wichtig sind, kriegen die alles ab. Und die, die wir lieben, kriegen uns dadurch satt. Wenn wir dann wieder einsam sind, das ist der wunde Punkt. Wissen wir, dass wir traurig waren, aber nicht mehr den Grund. Das ist Unsinn, lass es sein, lass doch mal die Sonne rein. Widerschein, 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 Widerschein. Danke sehr. So, wir kommen schon noch zu unserem neuen Album, aber jetzt kommt erst nochmal ein Stück aus den 90ern, das auch vielleicht so ein bisschen trösten kann. Wir haben schon Schlimmeres erlebt als Corona zum Beispiel. Den Jahr 2000-Bug und diese Dinge. Und dieses hier hat mit dem Jahreswechsel im Jahr 2000 zu tun. Das heißt, das bisschen besser. Jahreswende im Keller verbracht und bei der Feierei über Zahlen nachgedacht. Nicht gerade die schönste Zeit, um zu verschwinden, doch gut zu wissen, dass man Schutz finden kann irgendwo. Ich habe nichts von Veränderung bemerkt, hab nur gehört, dass es krank. Wenn man die Augen wieder aufmacht, ist es Nacht. Oder was gibt's hier zu sehen? Ich kann alles verstehen. Wie lang soll ich bleiben? Es hat keinen Sinn zu warten, bis es besser wird. Das bisschen besser wäre das Warten nicht wert. Ich bemerke, dass ich selbst auch Spuren hinterlasse jeden Tag. Zum Beispiel mit der Kaffeetasse kleine Ringe auf dem Tisch und dann die Löcher im Teppich. Dann arbeitet man sich heran an das, was man in der Dunkelheit vermuten kann, weil die doch einiges verspricht. Nur Licht gibt es hier leider nicht. Es hat keinen Sinn zu warten, bis es besser wird. Das bisschen besser wäre das Warten nicht wert. Es hat keinen Sinn zu warten, bis es besser wird. Das bisschen besser wäre das Warten nicht wert. Thank you.
sich aufgerieben wie noch nie und deine Energie ist jetzt irgendwie weg. Doch es hat dich gegeben, du hast Spuren hinterlassen, immerhin jemand wird sich erinnern. Nichts ist perfekt, gleich springt die Uhr auf Null und das bedeutet nichts, doch es blitzt wie ein Zeichen. Es hat keinen Sinn zu warten, bis es besser wird, das bisschen besser wäre das Warten nicht wert. Es hat keinen Sinn zu warten, bis es besser wird, das bisschen besser wäre das Warten nicht wert. Keinen Sinn zu warten, bis es besser wird, das bisschen besser wäre das Warten nicht wert. Es hat keinen Sinn zu warten, bis es besser wird, das bisschen besser. Das ist herzerwärmend. Das nächste Stück ist tatsächlich von unserem neuen Album und heißt Die Message. Wenn alle bereit sind, wir müssen einmal tief Luft holen, glaube ich. Die Stimmung ändert sich doch erheblich. Dir ist so viel fremd, weil du nicht so viel kennst. Es rostet das Gerät, wenn man es nicht bewegt. Ist es wegen dieser Flagge, die auf deiner Datscha weht? Der Arsch ist die Message, das Ding, auf dem du sitzt. Der Arsch ist die Message, der Arsch ist die Message. Der Arsch ist die Message und der Messenger. Du wirst nicht bedrängt, du musst auch nicht gehen. Nicht du wirst bedroht, du musst nirgendwo hin. Und du hast auch keine Angst, das sind Lügen und du weißt auch, dass das alles Lügen sind. Der Arsch ist die Message, das Ding, auf dem du sitzt. Der Arsch ist die Message, der Arsch ist die Message. Der Arsch ist die Message und der Messenger. Status und Besitz, das ist das, was du schützt. Und du sitzt und du scheißt, zu allem bereit. Auf alle Ich ist die Message, verkleidet als wir. Ich ist der Lynchmob und hat das Sagen hier. Der Arsch ist die Message und der Messenger. Message, das Ding, auf dem du sitzt. Der Arsch ist die Message. Der Arsch ist die Message. Der Arsch ist die Message und der Messenger. Vielen Dank. Wir haben heute dieses Thema variiert auf dem Album. Und dieses Stück ist gegen oder über das Elend und wie es sich gebiert, wie es sich verkleidet, wie es aussehen könnte. Und dieses Elend, das wir meinen, muss man nicht erklären, das ist sowieso das Thema gewesen, bevor Corona das Thema war, und man wird sich erinnern. Das Elend kommt, in Klammern nicht, heißt es.
kommt nicht mit Fackelmärschen und es kommt nicht mit Kriegsandrohungen und es trägt keine Springerstiefel. Das Elend kommt nicht in Uniformen oder anderen Sachen, an denen man es erkennen kann. Das Elend kommt mit bunten Fähnchen und es kommt mit neuen Liedern, die den Gepflogenheiten der Popkultur entsprechen und mit neuen, schicken Frisuren. Das Elend kommt nicht in Eimern oder Särgen. Das Elend kommt nicht aus Schläuchen. Sind nicht die anderen. Das Elend kommt nicht aus Sachsen. Das Elend kommt nicht aus dem Nichts. Das Elend kommt von hier. Das Elend erscheint in Form von Kaffeekränzchen, Flohmärkten, Kinder- und Altenbetreuung. Das Elend erscheint in Form von neuen Regeln, die endlich jedem einleuchten. Und es spricht eine Sprache, die man auch verstehen kann. Das Elend ist fleißig, fair und pflichtbewusst. Das Elend ist ein Elend. Und es tut, was es tun muss. Ich fühle mich elend. Und du nicht? Aber ich bleibe. Nicht aus Angst, sondern weil ich das will und solange ich will. Für manche Stücke braucht man die richtige Akustik. Eine 12 Kilometer Hallfahne oder, nein, das waren 12 Sekunden, haben wir gehört, soll hier herrschen. Müssen wir gerade ausprobieren. Ha! War, ne? Es waren 12. Wir kämen wieder vor. Oh, ich habe heute die andere Version gespielt. Max, ich muss mich kurz einrufen. Ach, wenn wir jetzt sagen könnten, es wäre egal,
wo man geboren wär. Oder als was? Mann, Frau, Frau, Mann, will oder kann. Und wen man so mag, geht keinen was an. Feiern gehen, zurück an die Arbeit oder naja, wenigstens aus dem Haus. Wir kämen wieder vor, wir kämen wieder vor, wir wären am Start, wir kämen wieder vor. Ich nenne das Niveau Zivilisation. Unterhalb gibt's uns nicht, das ist eine Drohung. Ihr wollt ein Wir, hier gibt's kein Uns. Integriert euch doch selbst, passt euch doch an. Dann würden wir wieder Lieder singen, vielleicht auch mal feiern gehen. Zurück an die Arbeit oder naja, wenigstens aus dem Haus. Wir kennen wieder vor. Euch tanzen, ihr ganz allein mit den Verbrechern. Sagen könnten, es wäre egal, wo man geboren wäre oder als was. Danke sehr. Thank you.
Erste sein. Du musst gar nichts. Du musst nicht die Zweite sein. Du musst nicht Geburtstag haben. Und du musst auch nicht Geburtstag feiern. Du musst nicht zur Schule gehen. Du musst nicht schwimmen. Du musst gar nichts. Du musst nicht tanken. Du musst nicht essen. Und du musst nicht trinken. Du musst nicht rauchen. Du musst gar nichts. Du musst nicht mein Bruder sein. Du musst nicht bergsteigen. Du musst nicht Drachen fliegen. Du musst dich nicht optimieren. Du musst nicht doppelt so viel machen wie die anderen. Du musst gar nichts. Und du musst auch nicht Pause machen. Du musst nicht rausgehen, nur weil die Sonne scheint. Und du musst auch nicht zu Hause bleiben, nur weil es regnet. Du musst nicht anrufen. Du musst gar nichts. Du musst nicht chatten. Du musst keine Mails abrufen. Du musst nicht beten. Und du musst auch nicht zur Kirche. Du musst nirgendwo raufklettern. Du musst keine Saltos mit Überschlag machen. Und du musst keine Turnschuhe kaufen. Du musst das Wetter nicht beeinflussen. Du musst nichts erfinden. Dir muss heute gar nichts einfallen. Du musst gar nichts. Du hast vielleicht einfach mal gar keine Ideen. Du hast vielleicht sogar noch nicht einmal einen Gedanken. Du musst auch nicht denken. Du musst keine Kalorien verbrauchen. Du musst gar nichts. Du musst dich nicht umdrehen. Du musst nicht deine Meinung ändern. Du musst überhaupt gar keine Meinung haben. Du musst nicht planen. Du musst nicht pissen. Du musst nicht aufstehen, du musst nicht ins Bett gehen. Du musst nicht reden. Du musst keine Fragen beantworten und du musst keine Fragen stellen. Du musst dich nicht am nächstbesten Idioten orientieren. Du musst gar nichts. Du kannst dich auch einfach so verlaufen. Du musst nicht schwimmen gehen. Du musst nicht passen. Du musst gar nichts. Musst du noch lange nicht fliegen. Du musst ja auch nicht laufen, nur weil du Beine hast. Du musst gar nichts. Du musst nicht verknallt sein. Und du musst nicht hassen. Du musst nicht Fußball spielen. Du musst nicht einkaufen. Du musst gar nichts. Und du musst nicht arbeiten gehen. Du musst gar nichts.
Hey Dealer heißt das nächste Stück. Hey Dealer, bring mir das nochmal. Gib mir das mit Zucker, gib mir das nochmal. Alles ganz real. Hey Dealer, gib mir davon mehr. Ich würde es vermissen, ich möchte es schon sehr. Hey Dealer, gib mir mehr davon. Ich könnte ohne leben, doch wer will das schon? Scheiß ist der älteste der Welt. Hey Dealer, bring mir das nochmal. Gib mir das mit Zucker, bring mir das nochmal. Dies ist ein Stück aus dem Jahre von dem Album Das Welt alles zu weit. Ich glaube, es war 2004 oder so. Es heißt In diesem Sinn. Stellt man sich nicht so an und überlässt das Denken den Profis und das Handeln sowieso und am besten.
lässt man alles so, wie es ist. In diesem Sinn begräbt man seinen Stolz. In diesem Sinn strengt man sich an. In diesem Sinn zu arbeiten, zu überlegen, wie man noch mehr raffen kann. Wir können nichts. Wir sind nichts. Wir wollen nichts. Wir werden nichts. In diesem Sinn. In diesem Sinn kennt man seine Rechte und schlägt am besten zuerst zu, wenn man die Wahl hat. Vielleicht ist mal jemand von euch abgestürzt. Ich weiß nicht, ob ihr jemals oben auf dem Grab wart. Jedenfalls, wenn man einmal unten ist, kommt man nicht so leicht wieder hoch. Das muss man erstmal begreifen, aber spüren tut es jeder Idiot. Wir haben im Jahr 2012, eigentlich möchte ich gar nicht mehr die Jahre nennen, weil das verschwimmt auch alles so von meinem geistigen Auge. Es ist ein einziger Rausch gewesen. Die letzten 20 Jahre mit den Sternen und mit euch. Falls sich jemand erinnert von euch an die letzten 20 Jahre, erzählt mir davon. Wir haben lustige Stücke geschrieben, wir haben Spaß gehabt zusammen. Dies hier heißt Depressionen aus der Hölle, meine Damen und Herren. In der Mitte, oben am Rand, auf der Klippe, am Abgrund, mit wehenden Fahnen und mit flehendem Blick, im tiefsten Innern. Tief geknickt, du willst springen, ich steh hinter dir. Ich bin der Nächste, es herrscht Ordnung hier. Alles, was muss, kann man gleich besorgen. In meinem Traum gibt es keinen Morgen. Zur Hölle mit den Depressionen. Ich geh in die Disco, ich will da wohnen. Ich geh in die Disco, bring den Depri mit. Na, wie wär's? Nächster Schritt: trauernder Tango, flanender Fox. Langes Elend, elender Trotz. Tanz den Burnout, tanz das Syndrom. Immer was Neues.
kennt man schon, kennt man schon. Viel Sport, eine neue Wohnung, ein anderer Ort. Das könnte helfen, das kannst du tun. Richtig essen, eine Revolution. Rollende Köpfe, Kanonaden. Einfach mal im Blut deiner Feinde baden. Ich zähl nur auf, was mir gerade einfällt. Zähl nur auf, was mir gerade einfällt. Ich weiß nicht mehr, was wirklich hilft. 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 Ich geh in die Disco, ich will da wohnen. Wohin zur Hölle mit den Depressionen? Ich geh in die Disco, ich will da wohnen. Wohin zur Hölle mit den Depressionen? Ich geh in die Disco, ich will da wohnen. Wohin zur Hölle mit den Depressionen? Ich bin auf den Beinen, ich hab keine Schmerzen, ich bin mal Verstand, ich hab nichts mit dem Herzen, ich kann mich bewegen, ich muss mich nicht quälen und ich kann eins und eins zusammenzählen. Ich richte den Blick auf die wichtigen Dinge, ich messe den Druck und spüre die Zwänge, ich nehme sie wahr, die räumliche Enge und ich sag nein. Ich will hier nicht sein, ich bin fest entschlossen, diesen Ort zu verlassen, die Fessel zu sprengen und alles zu hassen, was ich hier geliebt hab und was mich, es tut mir leid, inklusive dich, wahr ist, was wahr ist, dass das, was war, nicht mehr da ist. Ich kann nicht bewegen, ich muss mich nicht quälen und ich kann eins und eins zusammenzählen. Ich
das war schön. Das war übrigens Diane Valdez an den Keyboards. Das wird es doch mal kurz erwähnen. Die schon, das wird immer vergessen. Mittlerweile seit 9 Jahren, wir sind bei 9, seit 9 Jahren in der Live-Besetzung bei den Sternen spielt und jetzt auch zum ersten Mal bei einem Album im Studio mit uns war. Diane Valdez nochmal, meine Damen und Herren. Wenn wir schon dabei sind, das ist Philipp Thielsch am Bass von der Kölner Band von Spar ebenso. Glean, noch ein paar andere Bands, musst du nicht aufzählen. Philipp Jansen, der das Album produziert hat. Und das ist Max Knoth. Ich schicke sie jetzt in die Teepause. Oder? Also in die, wir haben das, ich schicke euch nicht, wir haben das verabredet, ist ja schon gut. Halb vergangener Tag. Halb vergangener Tag, wie geht es dir? Sorry, ich hab gepennt, bis eben grad. Das war anders abgesprochen. Gestern Abend noch hat wohl nicht geklappt. Ich hatte zu viel Spaß mit deiner Schwester. Halb vergangener Tag der ganzen Nacht. Halb vergangener Tag, was haben wir wieder angestellt? Halb vergangener Tag, was haben wir da wieder gemacht? Halb vergangener Tag, stell dich nicht so an, als ob wer weiß, was davon abhängt, ob man die Sonne sehen kann. Halb vergangener Tag, du machst mich traurig. Du versuchst zu optimieren. Und was kommt dann? Ich weiß, das war anders abgesprochen. Gestern Abend noch, aber ich hatte zu viel Spaß. Halb vergangener Tag. Mit deiner Schwester der ganzen Nacht. Halb vergangener Tag, was haben wir wieder angestellt? Halb vergangener Tag, was haben wir da wieder gemacht? Halb vergangener Tag, was haben wir wieder angestellt? Halb vergangener Tag, was haben wir bloß wieder gemacht? Halb vergangener Tag, bis morgen dann. Vergangener Tag, gute Nacht. So wie ein Pferd, ein wilder Stier, alles was lebt, jedes Tier. So wie das Meer mit den Gezeiten, das Herz schlägt aus nach allen Seiten. Es ist brutal und es ist blutig, mal ist es schwach, mal ist es mutig, in die Fresse. Und in den Magen, es wird nicht aufhören, nach dir zu schlagen.
es ist nicht schlecht, ist nicht im Unrecht und nicht im Recht. Es schlägt den Takt, wohl eher nicht. Es schlägt im Dunkeln und nicht im Licht. Für die Versklavten und die Befreiten, das Herz schlägt aus nach allen Seiten. War gewaltig, mal ist es jung, mal alt und faltig. Ein Grund zu leben und eine Plage, ein Glück in unglücklicher Lage. So wie ein Pferd, ein wilder Stier, alles was lebt, jedes Tier. So wie das Meer mit den Gezeiten. Das Herz schlägt aus nach allen Seiten. An dieser Stelle im Programm frage ich immer, könnt ihr noch sitzen? Selbstverständlich nicht. So, noch nie jemand gesessen bei einem Sternekonzert. Außer gestern. Naja gut, man gewöhnt sich dran, oder? Ist ganz schnuckelig, oder? Könnte noch ein bisschen länger gehen dann so eine Show. Worauf wollen wir uns einigen? 2-3 Stunden? Oder wie viel Zeit habt ihr denn eigentlich? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wie viel Zeit habt ihr eigentlich? Die Grateful Dead aus Hamburg. Sterne 2020. Wir spielen unseren Sommerhit aus dem Februar. Er heißt Sommer in die, der Sommer in die Stadt wird fahren. Thank you.
dem Westen oder von Süden. Es ist egal, wenn wir ihn nur kriegen. Die Glieder wurden wieder warm. Wir zögen uns nicht so blöd an. Der Schweiß erträufe von den Wänden, das Herz erschlösse von den. Wenn wir die Kälte und den Quatsch verjagen, Phrasen, das Herz muss feiern, der Kopf will rasen und wir tanzen, so wie früher, als alles auch schon nicht aus Gold war. Halleluja! Vielen, vielen Dank. Langsam, okay, das nächste Stück liegt mir total am Herzen und deswegen unterdrücke ich jetzt mal den Wunsch, einen Schluck Wasser zu nehmen, weil wenn ich eins in den letzten 20 Jahren gelernt habe, dann, dass das bei dem nächsten Stück immer dazu führt, dass ich Teile des Textes irgendwo anders aufsagen muss als vor dem Mikro. Das heißt Universal Tellerwäscher. Schöne Filme, die da jeder sieht. Universal Television in den Studios.
herrsche wirklich Terror. Ich tu mich nur so. Beschwerlichkeiten mit den anderen Kindern streiten, mit Papa, Mama. Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert? In ihren Kaktusgarten konnten sie damit nicht warten. Was hatte ich bloß, was hatte ich bloß, was hatte ich bloß so ruiniert? Wo fing das an? Was ist passiert? Hast du denn niemals richtig reveniert? Kannst du nicht richtig laufen? Was hat dich bloß
So, vielen Dank, liebes Reeperbahn Festival. Das war es erstmal für heute Abend. Danke fürs Kommen, fürs Sitzen bleiben. Und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, deine Sterne. Vielen, vielen Dank. Wow, ja. Nochmal Dank an dieser Stelle an das Reeperbahn Festival, dass sie uns eingeladen und nicht wieder ausgeladen haben, weil sie das nicht mussten, wie all die anderen Festivals. Danke auch an den Michel für den schönen Ort. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir hier nochmal spielen, so schnell. Und wir machen nochmal, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, einen Bogen ganz weit zurück. Ziemlich das erste Stück, was von uns rausgekommen ist. Fick das System. 25.000 müde Knochen aufgepumpt zu neuem Leben. Mit Mitteln für die schnelle Tour. Die letzten drei Zellen in Reihe geschaltet und sind produziert. Ich konnte das immer, jetzt nicht mehr. Manchmal ist zugedröhnt, besser als nichts. Atmosphäre verdorben, in den Luftschacht gepisst. Verflixt. Oder nimmt er die Hintertür? Zeigt sich das Arsch in der Öffentlichkeit oder findet man nur seine Spur? Kommen Sie zum Posten als Mitarbeiterin oder kommen Sie zweimal die Woche nach Tim, nach der Revolution? Totale Freiheit, du kannst ficken, wenn du willst. Was willst du denn? Schatten, keine Parolen, keine Blöden wie die. Fick das System. Ist das der eine, den der Architekt benutzt, oder nimmt er die Hintertür? Zeigt sich das Arsch in der Öffentlichkeit, oder findet man nur seine Spur? Kommen Sie zum Posten als Mitarbeiterin oder kommen Sie zweimal die Woche nach Tim, nach der Revolution? Totale Freiheit, du kannst ficken, wenn du willst. Was willst du denn? Fick das System. Fick das System. Fick das System.
System. Fick das System. Heute Abend übrigens, Stefan Flath. Last night the DJ saved my life. With his song.
damit wir nicht überziehen, spielen wir die nächste Zugabe gleich hinten dran. Deine Pläne. Gehen.
Vielen, vielen Dank. Einen haben wir noch. Einen letzten Song. Bevor die Lichter ausgehen oder auf jeden Fall unser Zeitfenster sich hier schließt. Nochmal, endlich nochmal was vom neuen Album. Es heißt Die besten Demokratien. Sitzen bleiben, dürft nicht aufstehen und nicht singen. Bis dann. Ciao.